Beweg dich at home, ein Gemeinschaftsprojekt der Novitas BKK Stadtsportbund Duisburg und den Duisburger Sportverein. Heute Rückenfit at home mit Luisa. Hallo zusammen, heute geht es weiter mit einer Einheit für den Rücken. Das Ganze wird ein bisschen ruhiger, vor allem nicht so belastend fürs Herz-Kreislauf-System, damit wir uns ganz in Ruhe darauf konzentrieren können, bewusst und gesund den Rücken zu stärken. Ja, für die heutige Einheit würde ich euch bitten, einen kleinen Gegenstand zu suchen, den ihr gleich mitbenutzen könnt. Das kann ein Gewicht sein, eine Wasserflasche, eine Hantel. Es muss aber gar nicht so viel wiegen. Ich nehme mir hier gleich diesen kleinen Ball mit dazu. Das funktioniert auch super. Wir werden einige Übungen im Stand machen, aber auch auf die Matte gehen und schaut, dass ihr etwas mehr Platz um euch herum habt, damit wir auch ausladende Bewegungen machen können, ohne dass ihr euch verletzt. Wir starten wie immer mit einem kleinen Warm-up und danach geht es dann weiter. Viel Spaß! Atmen erstmal tief ein, strecken uns ganz lang und gehen tief. Bis auf die Zehenspitzen. Und wir bleiben mal oben auf den Zehenspitzen, zieht die Arme ganz lang nach oben und über die Fersen abrollen. Und wieder lang strecken. Zieht den Rücken lang nach oben. Und dann kommen wir zum Stehen und kreisen die Arme weit zurück. Spürt nochmal nach, wie ihr die Schulterflügel hinten zusammenzieht. Und wir kreisen die Arme im Wechsel. Dreht euch hier etwas mit zur Seite. Und die Arme im Wechsel nach vorne kreisen. Ganz langsam erstmal. Und die Arme gleichzeitig nach vorne. Und locker lassen. Wir kreisen nur die Schultern zurück. Auch hier tief nach hinten unten ziehen. Drückt die Knie nicht ganz durch. Steht ein bisschen lockerer auf den Beinen. Und auch hier nochmal im Wechsel. Rechts und links. Ganz bewusst nach hinten unten ziehen. Und im Wechsel nach vorne. Und nochmal gleichzeitig nach vorne. Auch hier wieder tief nach unten ziehen. Und die Schultern locker lassen. Wir nehmen einmal das Kinn zur Brust und rollen uns nach unten ab. Beine etwas gebeugt, Spannung aus dem Rücken rausnehmen, locker hängen lassen, schütteln hier mal die Arme ab, auf und ab und kommen in dieser Bewegung wieder nach oben hoch und nochmal schön durchlockern. Okay, atmen noch einmal tief ein und aus und dann laufen wir hier locker auf der Stelle, nehmen die Arme direkt mit. Ziehen die Knie vorne etwas höher. Und dann fangen wir mal ganz locker an zu joggen. Von einem Fuß auf den anderen. Und ziehen die Fersen hinten etwas hoch.
nochmal ganz locker auf der Stelle. Und wir schütteln mal die Beine hier vorne aus. Kleiner Kick nach vorne, die Arme mitschwingen. Okay, und nochmal locker auf der Stelle. Und noch einmal durchatmen. Und aus. Okay. Machen wir den Stand etwas weiter. Öffnen mal den Brustkorb weit. Nehmen die Arme hier zur Seite. Arme auf Schulterhöhe. Und gehen hier nach vorne. Machen den Rücken rund. Weit öffnen. Tief einatmen. Ausatmen. Zieht den Bauchnabel nach innen ein. Und einatmen. Weit öffnen. Stellt euch vor, ihr umarmt hier so einen großen Ball. Ich kenne ja diese großen blauen Bälle aus den Gymnastikhallen. Genau, stellt euch vor, den habt ihr hier vor euch. Und weit öffnen. Auch hier wieder locker stehen, die Knie etwas gebeugt. Und einmal oben anhalten hier in der Position. Und wir federn die Daumen ein bisschen zurück. Eine ganz kleine Vor- und Rückbewegung. Handflächen zeigen nach oben. Schultern tief lassen. Und ein bisschen in die Knie gehen. Und halten. Arme oben lassen. Und noch 4, 3, 2, 1 und die Arme mal locker lassen, ein bisschen hängen lassen, ausschütteln und dann kommen wir nochmal hier oben in die Position zurück. Diesmal nehmen wir die Handflächen nach vorne, gehen wieder ein bisschen in die Knie und gleiche Bewegung hier vor und zurück. Lass die Schultern tief. Und bleibt in den Knien, Bauch angespannt und weiter federn. Versucht die Arme gestreckt zu lassen. Und kann sie dran. Und noch 4, 3, 2, 1 und lösen. Einmal nach unten abrollen. Macht den Stand ruhig etwas weiter und wir pendeln hier von einem Fuß zum anderen. Erstmal ganz locker hin und her. Und dann halten wir an einer Seite an, nehmen hier den Arm nach oben. Wenn ihr am linken Fuß seid, nehmt ihr auch den linken Arm nach oben. Halten, schaut der Hand hinterher und die Seite wechseln. Auch hier wieder halten. Und nochmal wechseln. Machen den Wechsel etwas schneller. Trotzdem oben für eine Sekunde anhalten. Und folgt der Hand mit dem Blick. Und jede Seite noch einmal. Und dann bleiben wir unten locker in der Mitte hängen und kommen wieder Wirbel für Wirbel nach oben hoch. Schultern aufsetzen und machen den Stand etwas schmaler. Okay, sehr gut. Ich hoffe, jetzt seid ihr schon hier ein bisschen bei euch und bei unserer Einheit heute angekommen, ein bisschen aktiviert. Dann könnt ihr euch gerne euren kleinen Gegenstand oder euer Gewicht dazu nehmen. Wir machen einen weiten Ausfallschritt nach hinten, verlagern hier erstmal unser Gewicht auf das vordere Bein. Das vordere Bein ist gebeugt, das hintere gestreckt, Ferse Richtung Boden bringen und die Fußspitzen zeigen beide geradeaus. Dann strecken wir uns hier mal lang auf, nehmen die Arme in Verlängerung zu eurem Körper und erstmal halten, zieht euch ganz lang. Ja.
Und mal nach oben aufrichten. Halten. Genau. Start den Händen auch hier hinterher. Blick geht nach oben. Und nochmal tief. Und halten. Zieht euch hier ganz lang. Und nochmal aufrichten. Der Blick geht wieder nach oben zu den Händen. Und noch einmal etwas absinken. Schaut hier so ein Stück vor euch auf den Boden und kreist dann die Arme weit hinter dem Rücken. Übergebt hier euren kleinen Gegenstand hinter dem Rücken in die andere Hand und wieder hier oben. Ganz langsam, macht das in eurem Tempo. So weit wie möglich kreisen. Kontrolliert nochmal euren Stand. Das vordere Bein ist gebeugt. Das Gewicht ist auf das vordere Bein verlagert. Und wir wechseln mal die Richtung, andersrum kreisen. Lass die Arme möglichst lang. Und einmal hier vorne anhalten. Und nochmal nach oben aufrichten. Halten. Und nochmal nach vorne. Und lösen. Sehr gut. Wir wechseln das Bein, bringen uns hier auch erstmal in eine gute Ausgangsposition. Gewicht auf das vordere Bein verlagern, das ist gebeugt. Hinten das Bein lang strecken, wenn möglich die Ferse Richtung Boden bringen. Und ziehen uns erstmal lang auseinander. Erstmal nur halten. Zieht auch hier nochmal die Schultern von den Ohren weg. Nicht so eng machen. Und mal weit nach oben aufrichten. Schaut auch hier zu euren Händen. Und nochmal tief. Halten. Und die Wirbelsäule ganz lang machen. Und wieder aufrichten. Und nochmal tief. Und auch hier wieder in der Position bleiben und die Arme weit kreisen. Könnt ihr einen Tennisball benutzen, aber auch ein T-Shirt, Klopapierrolle, was ihr gerade so parat habt. Und mal die Richtung wechseln. Und noch einmal kreisen. Und dann halten wir hier oben an und richten uns nochmal weit auf. Halten. Und gehen wieder tief und halten. Nochmal lang auseinanderziehen und lösen. Sehr gut. Arme und Beine ein bisschen ausschütteln. Wir nehmen wieder die erste Seite. Gleiche Ausgangsposition. Weiter Ausfallschritt zurück. Gewicht nach vorne verlagern. Okay, schaut erstmal, dass ihr hier die gute Position findet. Zehenspitzen zeigen, zeigen weiter nach vorne. Okay. Und dann richten wir uns nochmal nach oben auf. Noch einmal lang ziehen. Gehen tief. Bleiben hier in der Position. Und holen von hinten das Knie nach vorne hoch. Kurz halten. Balance halten. Und wieder lang nach hinten zurückstrecken. Und wieder das Knie nach vorne holen. Genau, ganz langsam. Sucht euch einen ruhigen Punkt bei euch im Raum, den ihr anschaut. Dann könnt ihr besser die Balance halten und vorne halten und weit zurück. Und noch einen. Weit zurück. Wir bleiben noch auf der Seite. Holen noch einmal das Bein hier nach vorne. Die Balance halten. Und dann setzen wir den Fuß hier vorne auf. Kurz absetzen. Und von hier aus geht das Knie nach oben hoch. Die Arme Richtung Knie. Und tap. Hoch. Und auftappen. Auch hier wieder ganz ruhig und bewusst die Bewegung ausführen. Und noch zwei.
Und einer auf der Seite. Bleiben nochmal hier in der Position. Ziehen einmal noch das Knie nur nach oben hoch. Und machen nochmal den weiten Schritt zurück. Einmal aufrichten. Lang auseinanderziehen. Senken die Arme wieder ab. Und holen das Bein nach vorne. Sehr gut. Füße gut auslockern. Und wenn ihr bereit seid, geht's auf das andere Bein. Auch hier erstmal eine gute Ausgangsposition finden. Lang strecken, das Gewicht auf das vordere Bein verlagern. Und wir öffnen uns noch einmal nach oben. Halten. Und tief. Halten. Und als nächstes kommt das Bein hier nach vorne. Arme gehen tief. Balance halten. Und wieder langsam nach hinten ausstrecken. Und hoch. Sehr gut. Weit zurück. Und vor. Und rück. Und nochmal vor. Und noch einmal nach hinten. Und nach vorne. Okay. Und ein letztes Mal. Rück. Holen das Knie wieder zurück nach vorne. Hier halten. Und absetzen. Vor dem Körper auftappen. Und wir lassen die Arme wieder gestreckt. Und ziehen hier Arme Richtung Knie. Und auf geht's. Halten. Und strecken. Versucht auch hier wieder nach einem ruhigen Punkt vor euch zu suchen, den ihr anschauen könnt. Dann ist es leichter, das Gleichgewicht zu halten. Und noch zweimal. Hoch. Und tap. Und holen das Bein nochmal hier zurück nach oben. Die Arme bleiben lang. Und strecken uns weit zurück. Halten. Einmal nach oben aufrichten. Lang gestreckt bleiben. Und gehen wieder tief. Und holen das Bein zurück. Sehr gut. Beine ausschütteln. Lass uns nochmal ganz locker nach unten abrollen. Legen hier unseren kleinen Gegenstand auf den Boden ab. Arme locker. Beine etwas beugen. Und zeichnen hier mal mit den Armen eine liegende 8 in die Luft. Macht den Stand dafür vielleicht auch etwas größer. Und mal die Richtung wechseln. Und komm in dieser Bewegung langsam nach oben hoch. Hier oben die Arme weiter kreisen. Und nochmal die Richtung wechseln. Und langsam kleiner werden und lösen. Sehr gut. Trinkt gerne einen Schluck, wenn ihr möchtet. Es geht weiter auf der Matte. Gehen hier nach unten erstmal in den Vierfüßlerstand. Beine aufgestellt, Hände ungefähr auf Schulterhöhe. Und wir wölben den Rücken mal ganz weit nach oben raus. Halten hier in der Position. Und dann in die entgegengesetzte Richtung. Tief und weit nach oben raus. Der Blick geht hier nach innen. Kinn ein bisschen zur Brust ziehen. Und nochmal wechseln. Hier den Blick eher vor euch gerade ausrichten. Und nochmal wechseln. Und wechseln. Und noch einmal ganz weit nach oben rausschieben und halten. Und dann machen wir den Rücken ganz gerade. Ziehen hier nochmal die Schultern von den Ohren weg. Nicht so zusammensacken, gerade machen. Spannung aufbauen, den Bauchnabel ein bisschen einsaugen.
Und dann strecken wir ein Bein von uns lang weg, einen Arm diagonal nochmal ausgleichen, dass ihr nicht in der Hüfte zur Seite rutscht, sondern schön gerade bleibt. Und im gleichen Rhythmus Arm und Bein gestreckt lassen und langsam auf und ab bewegen. Sodass die Handfläche hier nach innen zeigt und ihr nur die Handkante aufsetzt. Daumen zeigt nach oben. Zehenspitzen zeigen nach hinten. Und hoch. Und dann halten wir mal oben in der Position an und ziehen uns von hier aus klein zusammen und lang strecken. Spannung halten. Schaut auch hier eure Hand hinterher und lang. Und noch einmal lang ausstrecken und absetzen. Schieben uns hier mal ganz weit zurück. Wandert mit den Händen so weit nach vorne, wie es geht. Genau. Legt den Kopf ruhig für einen Moment auf den Boden ab. Und atmet mal tief durch. Und dann richten wir uns von hier aus wieder auf, kommen zurück in den Vierfüßlerstand, machen den Rücken nochmal ganz gerade, ziehen die Schultern hier wieder von den Ohren weg und mit der anderen Seite erstmal richtig ausrichten, auseinanderziehen und dann im gleichen Rhythmus tief und hoch. Hier auch wieder die Spannung halten. Schaut nach vorne in Richtung eurer Hand. Und noch einmal hoch. Und wir halten und von hier aus klein zusammenziehen und lang strecken. Hier folgt der Blick wieder der Hand. Noch zweimal lang strecken. Einen. Nochmal die Balance halten. Und dann absetzen. Auch auf der Seite. Nochmal weit zurückschieben. Macht den Rücken ganz lang. Schiebt die Hände noch ein Stück weiter nach vorne. Versucht die Ellenbogen etwas hier Richtung Boden zu bringen. Legt den Kopf ruhig auf den Boden auf. Und atmet mal tief ein. Weitet den Brustkorb und aus. Okay, dann wandern wir mit beiden Händen zu einer Seite der Matte, ziehen uns hier nochmal diagonal in die Länge. Auch hier wieder die Ellenbogen möglichst nah zum Boden hinbringen und tief ein- und ausatmen. Und von hier aus kommen wir über die Mitte zur anderen Seite. Hier genau das Gleiche. Halten und den Atem fließen lassen. Und dann kommen wir wieder zurück zur Mitte und richten uns wieder auf in den Vierfüßlerstand. Okay, von hier aus gehen wir tiefer. Und zwar in die Bauchlage, ganz sanft absetzen. Okay, erstmal locker lassen, die Waden ein bisschen ausschütteln, bevor wir die Spannung aufbauen. Strecken die Füße schon mal aus, ziehen die Fersen zusammen. Die Fersen berühren sich, die Fußspitzen zeigen nach außen. Gesäßmuskulatur anspannen, Bauchnabel ein bisschen einsaugen. Das haben wir hier im Unterkörper schon mal gut die Spannung aufgebaut. Legen die Hände hier neben dem Körper. Daumen zeigen nach oben, schaut vor euch auf die Matte
Und wir kommen mal mit dem Oberkörper hoch, lassen die Beine auf dem Boden liegen, Spannung halten. Und wir strecken die Arme lang und ziehen. Der Oberkörper bleibt auf der Höhe, bewegt sich nicht auf und ab, nur die Arme gehen vor und zurück. Kontrolliert nochmal, ob der Bauchnabel noch eingesunken ist. Und ziehen. Na, die Daumen zeigen hier nach oben oder nach innen. Probiert das mal aus. Und noch zweimal lang strecken. Eine noch. Und ganz vorsichtig absetzen. Einmal die Spannung rausnehmen. Leg den Kopf gerne kurz auf den Händen ab. Und wir bauen die Spannung wieder auf, Fersen gehen zueinander, Fußspitzen zeigen nach außen. Arme erstmal in der gleichen Ausgangsposition. Genau das gleiche nochmal, diesmal kommen die Beine hier aber mit vom Boden hoch, Oberkörper auch und wir strecken uns wieder lang und ziehen. Oberkörper und Beine bleiben die ganze Zeit auf der gleichen Höhe, nur die Arme bewegen sich. Und nochmal den Bauchnabel einsaugen. Gesäßmuskulatur fest. Und die Fersen berühren sich. Und lang strecken. Und noch zwei. Komm. Lang. Und rück. Und einen. Und ganz sanft absetzen. Nochmal die Spannung rausnehmen, lass die Fersen nach außen fallen. Und wir ziehen die Fersen wieder zusammen. Po-Muskeln fest, Bauchnabel einsaugen. Arme hier neben dem Körper aufsetzen. Kommen direkt mit Arm und Bein nach oben hoch. Strecken uns hier lang. Und wir paddeln erstmal nur mit den Händen auf und ab. Ganz kleine Bewegung, lass die Schultern hier wieder tief. Auf und ab. Und noch vier, drei, zwei, einen und langsam absetzen. Kleine Pause. Okay, und wieder ausrichten. Gleiche Ausgangsposition, kommen mit Arm und Bein hier hoch. Und ihr ahnt es schon, die Füße kommen diesmal mit. Und ganz klein, auf und ab. Versucht da euren Rhythmus zu finden. Und noch vier, drei, zwei, einen und absetzen. Sehr gut. Winkeln hier nochmal die Beine an, schütteln die Waden aus. Und wieder auflegen. Strecken die Arme lang, bleiben hier erstmal unten auf dem Boden. Könnt die Stirn gerne auf dem Boden ablegen. Und im Wechsel hier. Arm und Bein lang gestreckt, auf und ab. Linker Arm, rechtes Bein, erstmal nur auf den Seiten. Hoch und tief. Arm und Bein bleiben gestreckt, Fußspitzen und Zehenspitzen auseinander gestreckt. Und legt den Kopf ruhig vor euch ab. Und komm noch viermal hoch. Drei. Zwei. Und noch einer. Und absetzen. Kurz locker lassen und wir wechseln direkt die Seite. Anderes Bein, anderer Arm. Hoch und tief. Ganz langsame Auf- und Abbewegung. Macht das nicht mit Tempo, nicht mit Schwung. Und hier auch noch. Vier. Drei. Noch zwei. Und ein letzter, hoch und tief. Und zum Abschluss nochmal im Wechsel. Die Seite und die andere, hoch.
auch hier den Blick wieder unten lassen oder den Kopf direkt ganz ablegen. Und Arme und Beine gestreckt lassen. Hoch. Und hoch. Und komm, noch vier insgesamt. Hoch. Und hoch. Und noch zwei. Und eine. Und absetzen. Sehr gut. Die Spannung rausnehmen. Leg den Kopf ab. Lass die Fersen nach außen kippen. Okay. Stellen wir die Hände hier auf Brusthöhe auf. Atmen einmal tief ein. Und mit der Ausatmung pusten wir uns nach oben hoch. Und strecken uns nochmal ganz weit zurück. Und wieder aufrichten. Okay, sehr gut. Okay, zum Abschluss, was auch bei unserer Rückeneinheit heute nicht fehlt, gerade weil es auch gut ist, im Ausgleich zu den Rückenübungen noch was für die vordere Körpermitte zu machen, gehen wir natürlich nochmal in die Plank-Position. Kommen hier erstmal in eine gute Ausgangsposition. Füße ruhig hüftbreit aufstellen. Hier auch nochmal schauen, dass sie nicht so einsackt. Rausschieben. Öffnet ruhig die Hände, damit ihr nicht verkrampft, wenn die Hände zu Fäusten ballt. Und wir halten erstmal für 40 Sekunden. Oben bleiben. Schaut nochmal, dass ihr hier in der Mitte ganz gerade bleibt. Denkt an was Schönes. Bauchnabel einsaugen. Und schaut vor euch auf die Matte. Ich sag Bescheid, wenn es geschafft ist. Und halten. Und schon nur noch 10 Sekunden. Kommt, das schafft ihr. Halten. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und langsam absetzen. Sehr gut. Kommt direkt wieder nach oben hoch. Schieben uns hier in den Vierfüßlerstand und von da aus langsam aufrichten in den Stand. Nicht zu schnell, wir waren jetzt lange unten am Boden. Okay, gut. Und lassen uns von hier aus erstmal ganz locker hängen. Einmal nach unten abrollen. Spannung aus dem Rücken rausnehmen. Und langsam wieder nach oben hochkommen. Schultern aufsetzen. Und wir legen hier mal einen Arm über den anderen, geben von innen und außen Gegendruck, Schulter tief lassen und halten. Und mal tief ein- und ausatmen. Okay. Und die Seite wechseln, hier genau das Gleiche. Die Arme drücken gegeneinander, Schulter tief lassen und tief ein- und ausatmen. Und lösen. Nehmen wir die Hände hier zur Seite, legen den Kopf mal schräg. Daumen zeigen nach außen, Handflächen nach vorne. Die Knie nicht ganz durchgestreckt, ruhig hier ein bisschen abfedern. Ihr könnt gerne die Augen schließen und den Kopf einfach in dieser schrägen Position halten. Und die Seite wechseln. Und nochmal die Seite wechseln, den Kopf zur anderen Seite neigen. Und jetzt in dieser Position ganz vorsichtig auf- und abnicken. Ganz langsam. Und das gleiche nochmal zur anderen Seite. Den Kopf neigen und auch hier ganz langsam auf- und ab. Ja, auch hier könnt ihr gerne die Augen schließen. Und dann holen wir wieder den Kopf zurück zur Mitte, nehmen das Kinn Richtung Brust, ziehen die Daumen noch etwas weiter nach hinten, halten
Und auch aus dieser Position heraus nochmal im Wechsel über eine Schulter schauen. Ziehen das Kinn in der Mitte Richtung Brust und zur anderen Seite schauen. Und lassen das Kinn hier nochmal in der Mitte, ziehen die Daumen nochmal ein Stück weiter nach hinten, halten. Und richten den Blick wieder geradeaus. Bleiben im Stand, nehmen die Hände hinter den Körper und wir schieben nur die Fingerspitzen nach unten und ziehen die Hände wieder hoch. Stellt euch vor, ihr schiebt eure Hände in eure Hosentaschen, zieht die wieder ein kleines Stück raus. Ganz kleine Auf- und Abbewegung, hoch und tief. Zieht die Schultern damit nach unten. Und noch zweimal tief und tief und lösen. Okay, sehr gut. Dann atmen wir zum Abschluss wie immer noch viermal tief ein. Nehmen den ganzen Körper mit bis auf die Zehenspitzen. Tief einatmen und aus. Und nochmal ein und aus. Und ein letzter. Und sehr gut. Ich hoffe, euch hat die Einheit gefallen. Heute war es insgesamt ein bisschen ruhiger, aber so konnten wir ganz schonend den Rücken kräftigen. Und ja, bleibt dabei, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.